Max Walscheid, Platz 3 am Ende. Die Emotionen direkt nach dem Ziel haben gesehen, du warst nicht zufrieden. Was war los im Sprint? Ja, letztendlich konnte ich leider meine Kraft, meine Power nicht wirklich auf die Straße bringen. Und das hat mich dann auch enttäuscht gestimmt nach dem Zieleinlauf. Ich denke, ich war in einer guten Position. Ich hätte das Rennen gewinnen können. Und es sind zwei sehr gute Fahrer vor mir gelandet. Insofern will ich dem gar keinen Abbruch tun. Aber ich denke, ich hätte persönlich einfach deutlich schneller fahren können. Und das ärgert mich natürlich. Du hast in der ersten Reaktion hast du gesagt, Pascal hat dir nicht genug Platz gelassen. Ich meine, die Anfahrt hier zum Ziel, ihr seid hier vorher 18 Mal rumgefahren. Es war klar, eine Zielgerade gibt es nicht, ja? Mhm. Sondern es war so Schlangenlinien. War das dann auch das Problem, dass du sagst, okay, man kommt dann eigentlich nicht mehr dran vorbei? Ja gut, letztendlich haben da drei Leute den Sieg unter sich ausgemacht. Das waren John, Pascal und ich. Und ich habe jetzt natürlich keine Augen hinter mir, aber die anderen habe ich in dem Sprint nicht wahrgenommen, sondern nur die beiden, die neben bzw. dann eben vor mir gelandet sind. Und da muss ich ganz klar sagen, für drei Leute reicht die Straße mehr als aus. Und ich habe eben das Gefühl gehabt, dass Pascal seine Fahrlinie nicht gehalten hat. Natürlich ist das Geschlänge und natürlich geht es auch um Kurvenschneiden und so weiter, aber ich denke, das ist ein aktives Verlassen der Fahrlinie, weil man sieht es auch auf Bildern. Bei 250 Meter befinden wir uns beide im linken Drittel der Straße. 50 Meter später finde ich mich rechts an den Gittern wieder und das kann man leider nicht damit erklären, dass die Straße da eine Kurve macht oder so. Weil es ist auch, wir kommen aus einer Linkskurve raus und fahren in eine Rechtskurve rein und Ist es dann, klärt man das dann untereinander? Bist du hinterher zu ihm hingegangen? Ja, ich habe Pascal auch angesprochen. Seine Reaktion war ja gut, ich bin nicht kerzengerade gefahren. Ich meine, klar, er ist natürlich jetzt erstmal super euphorisch über den Sieg und er ist natürlich auch ein super Fahrer, der auch hier klar zum Favoritenkreis gehört hat. Und das war sicherlich für ihn genauso ein großes Ziel, wie es für mich war. Aber er war da jetzt, er war da jetzt von seiner Meinung nicht abzubringen. Klar, er hat natürlich auch keine Augen im Hinterkopf, aber ich bin mir sehr sicher, dass er gespürt hat, dass ich von rechts komme. Ich hätte auf jeden Fall noch ein Stück schneller fahren können und das war so eben nicht möglich. Das heißt, was nimmst du jetzt mit nach dem Rennen, wenn du sagst, du hättest schneller fahren können, dann ist es ja schon eine Chance, die du dir hast durch die Lappen gehen lassen. Ja, das habe ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich habe mich fair verhalten. Also die Chance, die wurde mir genommen. Und darunter werde ich das auch verbuchen. Und beim nächsten Rennen werde ich wieder versuchen, den nächsten Sprint, den ich fahre, den zu gewinnen. Das tut ihm ja keinen Abbruch. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich hier eine große Chance gewesen. Pascal und ich sind beide junge Sprinter, die in die Weltklasse vorstoßen wollen. Und ein deutscher Meistertitel, der wiegt schwer. Und den in Anführungsstrichen dann nicht erreichen zu können, weil man eben nicht seine Geschwindigkeit auf den Asphalt bringen konnte, dann ist das eben in der Situation enttäuschend. Nimmst du das mit, dass du sagst, da muss ich vielleicht ein bisschen kaltschnäuzig werden? Nee, das hat nichts mit kaltschnäuzig zu tun. Es gab keinen Platz, wo ich hinfahren konnte. Ich meine, ich habe meine Fahrlinie gehalten, ich habe dagegen gehalten, aber wo soll ich hin? In die Gitter definitiv nicht. Also ich habe mir keinen Vorwurf zu machen, der Sprint, der war vorher extrem hektisch. Ich habe da schon in gefühlt 10 Situationen vorher um das Hinterrad meines Anfahrers gekämpft. Ich habe es bis zum Schluss gehalten und ich baue meinen eigenen Sprint auf und den muss ich dann eben unter- oder abbrechen. Und das ist der Punkt. Also ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, da hätte ich mal ein bisschen mehr reinhalten sollen, sondern das habe ich definitiv gemacht. Gut, danke. Ja.